wir er installiert haben, wollen wir es natürlich auch benutzen. Darum wird es diesmal gehen. Um es zu benutzen, müssen wir es wiederum natürlich als allererstes starten. Wir haben es ja beim letzten Mal installiert. Und wenn er gestartet ist, landen wir auf der Konsole, auf der Eingabeaufforderung, die uns mit einem leichten Blinken freudig erwartet, damit wir die weite Welt der Statistik damit erobern können. Das erste, was wir machen sollten, ist uns ein bestimmtes Verzeichnis festlegen, in dem unsere Dateien, wenn wir sie abspeichern, abgespeichert werden und von der wir die Dateien laden. Er arbeitet normalerweise in einem bestimmten Verzeichnis auf dem Computer. Dieses Verzeichnis kann man sich anschauen, indem man den Befehl getwd eintippt. Und bei mir ist es jetzt hier standardmäßig, dass der eigene Dateienordner verwendet wird, um irgendwelche Daten abzulegen. Das finde ich nicht ganz so bequem. Ich würde es gern woanders hin platzieren. Dazu wählt man in der RGUI Datei und dort Verzeichnis wechseln. Und ich hatte mir auf meinem Desktop schon ein R-Verzeichnis angelegt mit dem sehr einfallsreichen Namen R. Das wähle ich hier einfach aus, klicke OK und wenn ich wieder getwd eingebe, dann sieht man hier, dass ich jetzt auf Desktop und R arbeite. In diesem Arbeitsverzeichnis wird also R standardmäßig Dateien erwarten, wenn ich sie versuche zu laden, und standardmäßig Dateien ablegen, wenn ich sie abspeichere. Jetzt gab es schon ein bisschen Magie hier, und zwar dieses schnelle Erscheinen des Befehls. Das sind so ein bisschen die Erben vom Unix-System, aus dem R eigentlich stammt. Das sind verschiedene Funktionen, um die Eingabe zu erleichtern. Das eine ist, dass man eine Befehlsgeschichte in R hat. Das heißt, wenn ich mit der Pfeiltaste nach oben gehe, blättere ich zurück durch die Befehle, die ich mal eingegeben habe. Momentan ist da noch nicht allzu viel drin, sondern nämlich nur getwd zweimal und sonst nichts. Wenn ich nach unten die Pfeiltaste benutze, blättere ich wieder vorwärts. Also so kann ich meine letzten eingegebenen Befehle aufrufen. Zudem gibt es die Möglichkeit der Autovervollständigung. Also wenn ich get eingebe und die Tabulator-Taste drücke, das ist die ganz links auf der Tastatur mit den zwei Pfeilen in unterschiedliche Richtungen. Wenn ich sie zweimal drücke, dann bekomme ich alle möglichen Befehle angezeigt, die auf meine Eingabe passen können, also die mit get anfangen. Wenn ich noch einen weiteren Buchstaben hinzupacke, vervollständigt er mir getwd, weil das der einzige Befehl ist, der noch passt. Jetzt muss ich nur noch die öffnen und schließenden Klammern eingeben, damit das auch als Befehl erkannt wird. Voila, da haben wir wieder diesen Befehl aufgerufen. Man kann auch das, was ich gerade mit der Maus hier gemacht habe, Verzeichnis wechseln, kann man natürlich auch mit der Tastatur ausführen. Der Befehl dazu ist setwd, Klammer auf, Klammer zu. Aber nicht einfach so, denn hier kommt diesmal in Anführungszeichen dann der genaue Pfad hinein. Also zum Beispiel /Dokumente. Man beachte die Richtung des Slashes. Das ist ein Slash, ein normales Durchzeichen. Auch das ist die normale Art und Weise, wie solche Slashes in Unix-artigen Systemen angegeben werden. Nicht dieser Backslash, den man in Windows verwendet. Dokumente und Einstellungen. Kurt. Eigene Dateien. Ich schalte das mal wieder zurück. Wenn ich jetzt wieder getwd eingebe, habe ich dieses Verzeichnis wieder zurückgeschaltet auf eigene Dateien. Da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Also mal schnell wieder hiermit auf mein Desktop und in das R-Verzeichnis gewechselt. Voilà. Gut, jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen zwischen den Verzeichnissen, die wir abspeichern könnten und wollten, obwohl wir es momentan auch gar nicht tun
werden, aber es ist in einer R-Session immer ganz wichtig oder sehr angeraten, dass man als erstes guckt, wo bin ich, wo landen meine Dateien, wenn ich sie abspeichere und das dann gegebenenfalls ändert, deswegen gleich an den Anfang gestellt, das Ganze. R ist hier ein Statistiksystem, also es sollte rechnen können und das wollen wir auch damit machen. Wir wollen gerne ein paar Berechnungen anstellen. Das Einfachste, was man rechnen kann, wären einfach ein paar Additionen oder so, direkt einfach Zahlen eintippen und diese zusammenrechnen. Das kann R natürlich, wenn ich eingebe 10 plus 80 durch 8, dann wird das Ganze ausgerechnet. Es wird Punkt vor Strichrechnung durchgeführt. Klammern werden auch erkannt und man kann R also ganz einfach als Taschenrechner benutzen. Wenn man zwei Berechnungen miteinander schalten möchte, kann man das tun, dass zwei Befehle auf einmal eingegeben werden und dann hintereinander ausgeführt werden. Dazu benutzt man hier ein Semikolon, um die zwei Befehle voneinander zu trennen. Und man bekommt zwei Ausgaben, die erste Ausgabe für den ersten Befehl, die zweite Ausgabe für den zweiten Befehl. Es gibt natürlich ein paar weiterführende Funktionen, nicht nur plus, minus, mal, durch. Wenn man zum Beispiel die Wurzel ziehen möchte in R, dann ist der Befehl dazu sqrt für square root, Wurzel aus 4, wird entsprechend berechnet. Wir können den Logarithmus einer Zahl berechnen. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Logarithmen, die man berechnen kann, also zu unterschiedlichen Basen. Standardmäßig wird der natürliche, oder wird der Logarithmus zur Basis e benutzt. Das kann ich ändern und kann den Logarithmus zur Basis 10 mir angeben lassen. Dazu tippe ich die Basis hier hinten ein und bekomme den Logarithmus zur Basis 10. Welche Zahlen, welche Optionen man einzelnen Befehlen mitgeben kann und in welcher Reihenfolge diese Optionen einzugeben sind, also in diesem Fall beim Logarithmus die Zahl, über die er gezogen werden soll und die Basis, über die er gezogen werden soll, das unterscheidet sich durchaus von Befehl zu Befehl und hier muss man gegebenenfalls nachschlagen, auf welche Art und Weise das Ganze mit diesem genauen Befehl funktioniert. Das Nachschlagen, also die Hilfefunktion, ist in R so geregelt, im Grunde genommen, dass man schon wissen muss, welchen Befehl man gerade eintippen möchte. Es ist nicht so einfach herauszufinden, mit welchem Befehl mache ich jetzt zum Beispiel einen Chi-Quadrat-Test. Man muss diesen Befehl schon in etwa kennen. Wenn man das aber weiß, dann kann man mit help log in diesem Fall für unseren Logarithmus sich die Hilfeseite aufrufen. Und wir hatten bei der Installation ja eingestellt, dass HTTP, HTML-Hilfe angeboten werden soll. Und wenn mein Firefox hier nicht ganz so aufdringlich ist, es wird dann entsprechend eine Hilfeseite angezeigt, in der beschrieben wird, wie man diesen Befehl benutzen kann. Der Aufbau ist eigentlich ungefähr immer gleich. Es gibt eine grundlegende Beschreibung, was tut dieser Befehl, wie benutzt man ihn. Und hier werden zum Beispiel erläutert, dass der Befehl eine Variable hier vorne erwartet. Das X kennzeichnet in den meisten Hilfeseiten so die Standarddaten, über die gearbeitet wird. Und hier hinten hängt jetzt meine zweite Option dran, die Basis in diesem Fall des Logarithmus. Die wird standardmäßig belegt. Das ist hier durch dieses ist gleich gekennzeichnet. Also hier gibt es eine Standardvorgabe. Wenn nichts eingegeben wird, wird diese benutzt. Wenn man etwas eingibt an dieser Stelle, wenn man also eine zweite Variable eingibt oder eine zweite Zahl eingibt, dann wird die benutzt statt der Standardeinstellung. Dann gibt es in der Hilfe immer die Argumente, also die werden nochmal etwas genauer beschrieben. Dann noch Details zur Funktion. Value gibt immer zurück, was der Befehl direkt zurückgibt, also was letztendlich die Ausgabe dieses Befehls, der Rückgabewert ist. Dann gibt es noch unterschiedliche andere Dinge an dieser Stelle, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen müssen. Was aber wichtig ist, ist, dass immer eine
Referenz angegeben wird, also jeder Befehl in R, so gut wie jeder Befehl in R, ist mit einem Literaturzitat gekennzeichnet, man kann es also entsprechend zitieren. Beim Logarithmus ist das vielleicht ein bisschen unsinnig, aber wenn es zum Beispiel um Kochsmann-Netzanalyse geht oder um verschiedene Varianten von Clusteranalyse, dann kann es schon ganz sinnvoll sein, dass man Literaturzitat mit angeben kann, welchen Algorithmus man jetzt genau benutzt hat. Dann gibt es noch weiterführende Informationen teilweise und Beispiele. Diese Beispiele sind einerseits zeigen, wie man diesen Befehl benutzen kann, hier in schriftlicher Form. Sie können aber auch direkt in R ausgeführt werden, diese Beispiele. Wenn ich den Befehl example log eingebe und benutze, dann wird genau das ausgeführt, was in der Hilfeseite unter example steht. Also all diese Befehle, die hier durchlaufen und deren Ergebnisse sind genau diese Befehle, die hier unter example stehen. Auf diese Art und Weise kann man sich so ein bisschen durchhangeln und Hilfe bekommen, wenn man die zu einem Befehl braucht. Wenn wir keine HTML-Hilfe wollen, dann können wir mit Options HTML-Help gleich false. Das kann man in R fast immer abkürzen mit großem F für falsch. Diese HTML-Hilfe beenden. Und wenn ich jetzt da bin ich reingefallen. Gut, in dieser R-Version, da wir es so installiert haben, gibt es standardmäßig HTML-Hilfe. Das lässt sich nicht umstellen, soweit ich das hier sehe. Gut, ist aber sowieso die bessere Wahl. Wenn wir jetzt eine solche Berechnung durchgeführt haben, 8 minus 2 durch 2 plus 9 mal 15. Haben wir dort ein Ergebnis ausgegeben und das landet jetzt einfach nur in der Ausgabe, wird uns angezeigt und ist damit sozusagen für weitere Sachen im Grunde genommen verloren. Wir können es jetzt abschreiben, das ist aber nicht so besonders bequem. Wenn wir das später weiterverwenden wollen, wäre es besser, wenn wir das irgendwo zwischenlagern können. Und dafür gibt es in R die Variablen, das ist ein essentielles Konzept in R, dass wir alles in eine Variable schieben und Variablen dann anstelle von Zahlen verwenden können. Und das macht eigentlich dann den Charme eines Statistikprogramms aus, dass man damit eben andere Sachen, bessere Sachen machen kann, als mit einem reinen Taschenrechner. Eine Variable belege ich oder erschaffe ich und weise ihr einen Wert zu, indem ich ihr einen Namen gebe, den ich mir frei aussuchen kann. X, Y, Z, meine Variable zum Beispiel. Sie muss durchgängig sein, also es dürfen keine Leerzeichen drin sein. Dann mache ich einen Zuweisungspfeil, also ein kleiner Zeichen und ein Minus. Und dann schreibe ich auf die andere Seite des Pfeils, was in die Variable rein soll. Also wir wirklich sehr visuell, wir schieben die 2 in diese Variable rein. Und wenn ich jetzt meine Variable, und ich habe wieder mal die Tabulatortaste benutzt, um mir das vervollständigen zu lassen, wenn ich diese benutzen möchte, dann kann ich einfach den Namen ausrufen und bekomme den Inhalt zurückgegeben, in diesem Fall 2. Man kann auch das Gleichheitszeichen benutzen inzwischen. Das war früher bei R nicht vorgesehen. Inzwischen ist das aber gängig, da in den meisten Programmiersprachen eine Zuweisung durch das Gleichheitszeichen erfolgt. Das funktioniert auch. Das ist eine Frage dann des persönlichen Stils und des, wie man es lieber macht mit den Zuweisungen. Ich persönlich bleibe bei dem Pfeil, weil es bei der Optionsbelegung zum Beispiel, dort benutzt man immer das Gleichheitszeichen, wie zum Beispiel hier oben bei HTML gleich false. Da weise ich aber keiner Variable HTML help den Wert f zu, deswegen kommt hier das Gleichheitszeichen rein. Und um dies zu trennen, ist eigentlich die Konvention, dass man diesen Pfeil benutzt für wirkliche Variablenzuweisungen. Aber das ist aufgeweicht, da kann man sich entscheiden, wie man damit am liebsten weiterarbeiten möchte. Es gibt auch ein paar vorbelegte Variablen, beispielsweise Pi, die man ja häufiger braucht und nicht jedes Mal wieder neu eintippen möchte. Diese Variablen, da gibt es eine ganze Liste von, die festgelegt sind, aber die meisten
da muss man sich mal durchschauen, was man so braucht und was man damit machen möchte. Um jetzt zu sehen, welche Variablen ich momentan vorhanden habe, und zwar die, die ich selbst eingegeben habe, gibt es den Befehl ls für Variablen auflisten. Und da es ein Befehl ist, wieder öffnende Klammer, schließende Klammer. Und ich habe zwei Variablen momentan vorhanden, meine Variable und x. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das mit den Befehlen nochmal deutlich zu machen. Ein ls selbst ist eigentlich auch nur eine Variable. Wenn ich ls aufrufe, ich mache diesen Bildschirm hier mal etwas größer, dann sehe ich, was in dieser Variable steckt. Das ist nämlich eine Funktion, die bestimmte Parameter erwartet und die dann mit diesen Parametern bestimmte Dinge tut. Das steckt in ls drin. Wenn ich nur ls eingebe, ohne die Klammern, dann wird der Inhalt dieser Variable ausgegeben. Das ist dann der Programmcode sozusagen. Und wenn ich ls mit den Klammern angebe, dann wird dieser entsprechende Programmcode ausgeführt. Das ist, bringt aber nichts, wenn ich meine Variable mit Klammern ausführe, da dort keine Funktion drin steckt, sondern einfach nur eine Zahl. Aber trotzdem ist im Grunde genommen in R alles eine Variable. Jeder Befehl ist eine Variable, jeder Wert ist eine Variable. Und dementsprechend kann man damit auch umgehen und kann zum Beispiel Befehle auch als Variablen verwenden. Das werden wir aber an dieser Stelle nicht tun. Gut, ls, was habe ich so an Variablen vorhanden? Meine Variable und x. Um eine Variable wieder loszuwerden und sie aus dem Speicher zu entfernen, gibt es den Befehl rm für remove. Und dort gebe ich meine Variable zum Beispiel ein. Wenn ich jetzt ls wieder aufrufe, ist meine Variable gelöscht, aus dem Speicher entfernt. Gut, bisher können wir Werte in Variablen reinschieben und diese auch wieder anzeigen lassen. Aber das Spannende ist eben, oder das Nützliche ist eben, dass wir diese Variablen ersatzweise für Zahlen verwenden können. Meine Variable x ist jetzt mit 2 belegt und wenn ich irgendetwas mit 2 berechnen möchte, zum Beispiel eine Variable y, die soll 3 mal 2 sein. Wenn das jetzt einfach nur 2 kann ich ja natürlich jederzeit eintippen. Wenn hier hinter eine längere Berechnung stehen würde, dann wäre es sinnvoll, gegebenenfalls hier eben statt dieser längeren Berechnung und dessen Ergebnis, dass es eine lange Zahl sein kann, einfach x einzugeben. Und in der Zuweisung ist dann entsprechend zuerst die rechte Seite ausgewertet worden, also 3 mal x. In x steckt 2, also 3 mal 2 ausgerechnet worden und das ist y wieder zugewiesen worden. Und das können wir auch mit Funktionen zum Beispiel machen, indem ich die Wurzel aus y jetzt z zuweise und in z steckt dann entsprechend die Wurzel aus y und da wird es schon mal ganz sinnvoll, dass man diese Zahl nicht jedes Mal eintippt. Wenn ich z mal x rechnen möchte, also aus welchen Gründen auch immer, bestimmte Variablen miteinander kombinieren möchte, bestimmte lange Zahlen, dann ist es sehr viel bequemer, das über diese Art und Weise abzuwickeln. Und momentan arbeiten wir mit einzelnen Zahlen. Die könnte man theoretisch noch so eintippen, aber man kann in Variablen auch größere Objekte hineinschieben, wie zum Beispiel ganze Datentabellen und damit dann entsprechende Dinge durchführen. Das werden wir beim nächsten Mal sehen.